Hallo meine Lieben! Hallo! Heute gibt es das zweite Video zu euren Fragen, meine Antworten. Ihr konntet mir in Facebook und in Instagram Fragen stellen. Es sind insgesamt wirklich über 300 geworden und wir haben uns jetzt zusammen 15 Fragen rausgesucht und deswegen sind wir... Du hast sie rausgesucht. Ja, ich habe sie rausgesucht, aber viele Fragen sind halt auch mit dem Julian zusammen gewesen und deswegen sitzt der Julian jetzt auch hier, wird mir die Fragen vorlesen und dann wird er bestimmt noch die ein oder andere mit beantworten. Okay, würdest du dir nochmal ein Piercing oder ein Tattoo stechen lassen? Also ich habe bis jetzt ein Bauchnabel-Piercing, das ist auch noch nicht so alt. Und von den Schmerzen her würde ich glaube ich schon sagen ja, aber ich wüsste jetzt gerade keine Stelle wohin, also das Piercing. Und ja, früher wollte ich immer hier so in die Lippe ein Piercing haben, so einen Ring oder so. Es war ja damals mal voll der Trend, aber nee, würde ich auf keinen Fall mehr machen, irgendwas ins Gesicht. Ja, und Tattoo würde ich auch gerne haben, aber... Ich dachte, du wolltest ein Nasenpiercing haben. Nasenpiercing? Nee. Nasenpiercing finde ich nicht. Gefällt mir auch nicht so. Da sind wir ja zum Glück einer Meinung. Ja, okay, also Tattoo finde ich schon cool, würde ich auch gerne eins mindestens haben. Ich habe auch schon Ideen für Motive, aber ich traue mich noch nicht. Ich habe Angst. Würdest du dir ein Tattoo stechen lassen? Ja, wenn nur, wenn es eine besondere Bedeutung hätte oder halt auch nicht auf so einer Stelle, die jeder sieht, dann ja. Eher... Am Pol oder so. Ja, genau. Okay, Frage Nummer 2. Streitest du dich oft mit deinem Freund? Ich bin dein Freund. Genau. Nee, wir streiten uns eigentlich nicht so oft, ne? Nö. Also wenn eigentlich auch nur zwei, über so... Zwei, dreimal am Tag. Nein, das stimmt gar nicht. Wenn nur über so Kleinigkeiten, wirklich so kleine Alltagssachen, ja. Nee, eigentlich gar nicht. Okay, Frage Nummer 3. Haben dich schon mal Leute angesprochen, weil sie dich für BT Berlin Tag für Sophie von Berlin Tag und Nacht gehalten haben? Das wird übrigens nicht ich schuld, die Bianca hat voll geschmiert. Ja, es tut mir leid, ich habe das gerade eben ganz blöd aufgeschrieben. Aber egal, der Julian kann meine Schrift zum Glück entziffern. Ja, also ich muss sagen, bevor ihr mir das gesagt habt, dass ich so aussehe wie Sophie von Berlin Tag und Nacht, ist mir das von noch nie jemandem gesagt worden, von keinen Leuten, die ich kenne, sowie auch von niemandem auf der Straße. Also nein, nur ihr findet das. Wie du so aussiehst? Es geht. Also ich finde schon, dass man Ähnlichkeiten sieht und so. Ich habe ja auch schon mal so eine Collage gemacht in Facebook oder in Instagram, glaube ich auch. Da hat man natürlich schon Ähnlichkeiten gesehen, aber ich fand es jetzt nicht so krass. Also ich war erstaunt, dass das so viele geschrieben haben. Findest du das? Ja. Ja, ein bisschen schon. Ja. Aber jetzt nicht so krass, dass das alle sofort sehen. Ja. Frage Nummer 4. Wo kaufst du am liebsten deine Klamotten ein und hast du eine Lieblingsmarke? So, also wenn ich shoppen gehe, sind meine Standardgeschäfte eigentlich erstmal H&M. Da kaufe ich aber vor allem so Basics oder ab und zu mal Schuhe oder Taschen, also so Accessoires. Dann gehe ich oft zu Tellyway, vor allem im Sommer. Ich finde, da gibt es super schöne Kleider und all sowas. Dann ab und zu New Yorker, wobei ich da eher nicht so viel finde. Dann Hollister finde ich schön, aber es ist halt immer was teurer. Und Primark natürlich, aber da ist man halt nicht so oft. Gibt es ja noch nicht so überall. Und ja. Ne? Das waren sie, ne? Frage Nummer 5. Wo machst du am liebsten Urlaub und wo willst du unbedingt mal hinreisen? Oh, ja, also Urlaub, ganz allgemein kann ich erstmal sagen, am liebsten wirklich nur Sommerurlaub. Ich glaube, das ist bei dir auch so, ne? Ja. Also wir waren zwar jetzt auch schon mal im Winterurlaub, aber ich muss wirklich sagen, Sommerurlaub ist eigentlich der einzige richtige Urlaub für mich, wo man halt so entspannen kann, am Strand ist. Und ja, das ist der zweite Punkt, es sollte immer am Strand sein, am Meer. Und wo am liebsten? Ja, wo am liebsten? Also ich weiß es nicht. Malediven. Ja, also ich möchte unbedingt mal auf die Malediven. Thailand reizt mich auch ganz dolle, wobei ich weiß nicht, ob ich mich da hintraue. Ja, und sonst halt vielleicht mal, würde ich gerne irgendwie mal auf so eine kleine, einsame Insel, also natürlich nicht, dass ich jetzt ganz alleine bin, aber ja, das ist ja eigentlich so wie Malediven dann, ne? Malediven sind ja so kleine Inseln. Ich war noch nicht da. Ich auch nicht. Und du, hast du noch irgendeinen anderen Ort, wo du mal unbedingt hin willst? Nö. Und ihr, wo wollt ihr am liebsten hin? Das könnt ihr natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Doch, ich will nach Amerika. Oh, wie konnte ich das denn vergessen? Miami. Ja, ich will auch unbedingt mal nach Amerika.
Amerika. Wobei, ja, natürlich auch für Urlaub machen, aber ich würde, glaube ich, nicht nach Amerika jetzt für eine Woche fliegen oder so. Oder für 2 Wochen, glaube ich, auch nicht. Weil in Amerika will ich echt alles sehen. Da will ich irgendwie so nach, keine Ahnung, wo diese ganzen Farmen sind und so, wo es so ländlich ist. Da will ich natürlich auch in diese Riesenstädte, Hollywood, Miami Beach unbedingt. Also, boah, Julian, da müssen wir hin. Ja. Okay, Frage Nummer 6. Würdest du lieber in einer Badewanne voller Erdnussbutter liegen oder mit Nutella duschen? Total krass, was ihr euch für Fragen überlegt. Also ich weiß nicht, wer auf so eine Frage gekommen ist. Erdnussbutter. Also ich beantworte das jetzt mal mit der Nutella-Dusche, weil ich habe noch nie Erdnussbutter gegessen. Ja? Hast du schon mal Erdnussbutter gegessen? Doch, nee. Doch, ich glaube schon. Ja, okay, also ich habe das noch nie gegessen und ich weiß ja gar nicht, ob ich das mag, dann will ich da drin ja auch nicht baden, ne? Und die Nutella-Dusche stelle ich mir auch ziemlich eklig vor, wenn man von oben bis unten klebt, aber ja. Okay, Themawechsel. Frage Nummer 7. Wurdest du schon mal gemobbt oder bist du eine Person, die noch nie gemobbt wurde? Ja, also es gab auch Zeiten bei mir, wo ich, also das war halt schulisch bedingt, nicht so gemocht wurde. Ich habe das auch kurz in meinem Draw My Life Tag angesprochen. Das war, glaube ich, in der 7. Klasse. Da war ich halt relativ gut in der Schule und war dann halt eher so der Streber. Und da gab es schon ein paar krasse Situationen, dass es halt teilweise bis zur Schulleitung ging und meine Eltern überlegt haben, ob ich die Klasse wechseln soll. Aber ich weiß auch gar nicht, wodurch. Es hat sich dann plötzlich so nach einem guten Jahr alles wieder so eingewogen und dann ging es auch wieder. Aber ja, ich hatte auch mal so eine Zeit. Okay. Frage Nummer 8. Wie hast du so schöne lange Haare bekommen? Also ich freue mich immer total, wenn ihr mir sagt, dass meine Haare so schön sind und wenn ihr mir immer so viele Komplimente zu meinen Haaren macht. Ich muss selber sagen, dass ich gar nicht so doll zufrieden mit den Haaren bin. Mach weiter. Zettel runtergefallen. Ja, auf jeden Fall, meine Haare sind wirklich total lang. Das habe ich einfach gemacht, indem ich die ganz lange nicht geschnitten habe. Ich fand, der Friseur hat die immer blöd geschnitten, dann bin ich nicht mehr zum Friseur, aber irgendwann muss man halt mal. Ich lasse mir echt nur immer die Spitzen schneiden. Du hast mir auch schon die Haare geschnitten, ne? Ja. Genau. Ja, und sonst... Ja, einfach zack. Genau, nur hier die Spitzen. Das geht nämlich bei mir, weil ich so dünne Haare habe. Guckt mal hier, das sind meine ganzen Spitzen. Also ich habe wirklich ganz dünne Haare, weil ich schlimm Haarausfall habe. Wenn ihr irgendwas dagegen habt, sagt's mir bitte. Sonst, ich habe keine teuren Pflegeprodukte. Ich benutze so eine Sprühkur, ich glaube von Glisco, damit ich mir nicht so viele Haare rausreiße. Und ich wechsle mein Shampoo ganz oft. Ja, ich mache eigentlich nichts dafür. Sie ist übrigens auch mein Friseur. Ach ja, das stimmt. Ich schneide Mühlen immer seine wunderschönen Haare. Ja. Okay, Frage Nummer 9. Til Schweiger oder Matthias Schweighöfer? Oh, das ist eine schöne Frage. Also ich mag beide total gern. Die spielen ja auch oft zusammen in Filmen. Aber ich muss sagen, Til Schweiger ist mein Favorit. Ich liebe ihn über alles. Ich finde, der sieht super gut aus. Ich mag seine Töchter auch gerne. Und ja, die spielen ja auch oft in seinen Filmen mit. Und ich finde, der macht super Filme und ist ein super Schauspieler. Und ja, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich Til Schweiger nehmen. Ja, ich auch. Aber welche Töchter? Ich kenne nur eine, die Kleine da immer. Nee, da bei Schutzengel, den haben wir auch im Kino geguckt. Das, die war auch die echte. Ja, genau. Und dann hat ihr noch eine. Okay, Frage Nummer 10. Magst du Justin Bieber? Ja, ich mag Justin Bieber. Und zwar... Also ich wüsste nicht, was ich gegen den haben soll. Ich finde, der sieht gut aus. Jetzt auch noch um einiges besser als früher. Dann finde ich, hat er eine wunderschöne Stimme und ich höre die Musik von dem eigentlich echt gerne. Du magst ihn, glaube ich, auch gerne, ja. Ne? Ja. Da kann man eigentlich gar nichts gegen haben, oder? Nee, finde ich auch. Ist voll eifersüchtig. Ja, ich glaube auch. Vor allem die Jungen, die was gegen Justin Bieber haben, sind hauptsächlich eifersüchtig, weil ich finde, das ist einfach so ein Typ, der, keine Ahnung, ist einfach so perfekt. Okay. Frage Nummer 11. Kannst du gut kochen und was ist dein Lieblingsgericht? Ja, Julian, kann ich gut kochen? Ja, Tütensuppe. Oh. Ja, also seitdem wir halt zusammen in der Wohnung sind, müssen wir uns ja wirklich immer selber kochen und meistens bin auch eigentlich sogar ich die Koche. Obwohl, heute Abend hast du gekocht. Beziehungsweise halt Brot gemacht. Hat super geschmeckt. Also der Julian kann auch gut kochen. Also mir macht das Kochen auf jeden Fall Spaß und ja, mir schmeckt es auch immer. Ich glaube dem Julian auch. Ja, doch.
Es gab noch keine großen Beschwerden. Und dein Lieblingsgericht, hast du schon gesagt? Ach so, ja. Nee. Da muss ich mal überlegen. Hier, Dings, die Klöße. Ah, ja. Königsberger Klopse. Ja, selbstgemachte Königsberger Klopse. Das schmeckt so lecker. Also, das machen wir. Das kannst du auch gut kochen, ne? Ja, das stimmt. Das machen wir auch echt immer selber. Schmeckt dann auch viel besser. Das mag ich super gerne. Und sonst halt Hamburger und sowas mag ich ja natürlich auch. Nudeln. Ich bin eigentlich überhaupt nicht wählerisch. Aber ich glaube, das ist echt im Moment mein Lieblingsessen. Ja, mag ich auch gerne. Okay, Frage Nummer 12. Wie war deine Kindheit und was. Wie war deine Kindheit? Und wie siehst du dich in ein paar Jahren? Ja. Und wie? Und wo? Oder? Nee, also und wie? Geschrieben. Oh, da habe ich mich verschrieben. Ups. Okay, also. Meine Kindheit war, würde ich jetzt mal sagen, sehr erfüllt. Ich habe in der Spielstraße gewohnt, wo ganz viele Kinder in meinem Alter, aber auch jüngere und ältere Kinder da waren. Wir haben uns alle super verstanden, sind nachmittags immer gegenseitig an die Türen klingeln gegangen, haben alle draußen oder bei jemandem zusammen gespielt. Also bei mir war echt immer was los und meine Kindheit war eigentlich wirklich top. Und sonst, wo sehe ich mich in 10 Jahren? Oder in ein paar Jahren war, glaube ich, die Frage. Ja, ich muss sagen, ich habe meine Zukunft jetzt nicht wirklich so richtig durchgeplant. Ich weiß noch gar nicht genau, was ich später mal beruflich machen will. Ich hoffe natürlich, dass ich mein Studium mit einem guten Abschluss abgeschlossen habe. Und ich hoffe natürlich, dass ich dann immer noch Videos für euch drehen werde und ja, mir das immer noch genauso viel Spaß macht und ihr da noch Spaß dran habt und dass wir beide noch zusammen sind. Ach ja. Okay, Frage Nummer 13. Bist du schüchtern? Auch eine interessante Frage. Also hier vor der Kamera natürlich nicht mehr. Ihr müsst mal eins meiner ersten Videos gucken. Das ist ganz lustig, habe ich auch die Tage gemacht. Da sieht man mal wirklich, wie ich mich entwickelt habe. Also ich war früher auch echt noch schüchterner. Durch YouTube-Videos bin ich auch echt ein bisschen aufgeschlossener. Jetzt nicht nur vor der Kamera, sondern allgemein. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Uhrzeit wissen will, dann habe ich kein Problem, zu einem fremden Menschen auf die Straße zu gehen und zu fragen, Entschuldigung, wie viel Uhr ist es? Aber wenn es jetzt darum geht, dass man langfristig mit neuen Menschen Kontakt hat, dann bin ich schon jemand, der eher schüchtern ist und sich zurückhält und wartet, bis die Leute auf einen, also auf mich zukommen. Das ist eigentlich ganz lustig. Als wir zusammenkamen, war sie immer die Schüchterne. Und jetzt hat sich das, also ich bin jetzt nicht so krass schüchtern, aber wir haben uns schon so... Ja, gewechselt. Jetzt das stimmt. Ich war schüchterner. Ja, du wahrscheinlich durch deine Videos ein bisschen offener. Und dadurch hast du dich wieder ein bisschen zurückgedrängt. Vielleicht. Ja, das ist echt lustig. Okay, Frage Nummer 14. Möchtest du Kinder haben und wenn ja, wie viele? Ja, ich will auf jeden Fall Kinder haben. 15 Stück bitte. Nein, bitte nicht. Wir wollen keine Wollni-Familie werden. Ja, also ich möchte Kinder haben und mir ist es wichtig, dass ich nicht nur ein Einzelkind bekomme. Ich habe selber auch eine Schwester, Julian hat auch Geschwister. Und ja, das finde ich wichtig. Auf jeden Fall mindestens 2, vielleicht werden es 3, wobei ich 4 schon wieder ein bisschen viel finde. Nee, also ich glaube, meine Grenze ist irgendwie bei 3. Ich habe schon totale Panik, da habe ich letztens noch zu Hause drüber geredet. Stellt euch mal vor, ihr werdet schwanger und auf einmal habt ihr irgendwie 6 Zwillinge oder so. Oder Zwillinge würden mir ja schon reichen. Oh Gott, ich glaube, da würde ich verrückt werden. Naja, ich würde sagen 2 und dann ein Junge, ein Mädchen. Ja, das ist eigentlich cool. Älter. Ja, das ist, ja, finde ich auch cool, wenn der Junge älter ist. Ja. Machen wir. Frage Nummer 15. Kannst du dir vorstellen, Julian zu heiraten? Ja, kann ich mir natürlich nach über 4 Jahren Beziehung vorstellen. Was sagst du dazu? Ja, vorstellen, ja. Ja, also was heißt vorstellen? Also eigentlich, ja. Wir haben voll das falsche Alter, so mit 30. Ja, finde ich auch. Also ich finde auch, man muss so wirklich mitten im Leben stehen, um zu heiraten. Also im Moment fühle ich mich, also bei mir ist es so, ich fühle mich eher noch als Kind als wie eine erwachsene Frau. Wenn man heiratet, sollte man ja auch Kinder kriegen, oder? Ja. Alter näher. Ja, das stimmt schon. Also, ja, also was heißt vorstellen? Klar, man kann sich irgendwie denken, oh, es wäre schön, wenn man so lange zusammenbleibt und irgendwann mal verheiratet ist oder so. Aber ja, das stimmt schon, dass man ich im Moment überhaupt nicht vorstellen. Das ist halt total das falsche Alter. In 10 Jahren? Vielleicht. Okay. Okay, das war auch schon die letzte Frage, ne? Wow, das ging jetzt ratzfatz hier. Zügig.
Ja, ich hoffe, die Fragen, die ich bzw. wir jetzt beantwortet haben, waren gut gewählt. Viele Fragen, die ihr mir gestellt habt, habe ich schon beantwortet. Guckt auf jeden Fall mal in meinem 25-Fragen-Tag und in dem ersten Fragen-Antworten-Video nach. Dann, oder in dem Boyfriend-Tag, den wir gemacht haben. Ja. Da haben wir auch viele Fragen beantwortet. So, sonst hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und gibt es sonst noch was? Ich glaube, sonst gibt es nichts mehr zu sagen. Dann wünschen wir euch noch eine wunderschöne Zeit. Und ich hoffe, ihr schaltet alle bei meinem nächsten Video wieder ein und seid dabei. Sonst sagen wir Tschüss, oder? Ja. Tschüss. Tschüss.